Bottled Lust am Polish Beer Friday. The Order of Yoni, das welterste Vaginalbier. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und es ist Polish Beer Friday. Hey! Vermutlich wird es nächste Woche keinen Polish Beer Friday geben. Ich bin in den USA auf Urlaub, deswegen jetzt nochmal ein richtiges Feuerwerk. Und das mache ich mit einem Bier. Das verfolge ich seit 2016, dieses Projekt. Da wurde zum ersten Mal von einem polnischen Bierbrauer, Bierfreak angekündigt, sie würden ein Vagina-Bier machen. Und das Ganze fand statt unter dem Namen The Order of Yoni. Und es ist dann irgendwie schief gegangen. Ich glaube, es war Crowdfunding, was sie versucht haben. Und haben natürlich erstmal medial riesen Wirbel verursacht. Und das Bier ist nie auf den Markt gekommen. Und jeder hat gedacht, naja gut, das ist so eins von diesen Bierprodukten oder Bierexperimenten, die es nie zu was bringen. Hier ist es jetzt. 2018 ist es tatsächlich soweit. The Order of Yoni bringt, und da steht auch drauf, the first vaginal beer in the world. Und ich habe mir lange überlegt, mache ich mich jetzt hier fürchterlich lustig über das Bier, feiere ich jetzt hier ein Riesenfest. Ich versuche es einfach jetzt mal, Bier ernst zu machen. Es ist ein Sauerbier. Der Hintergrund dieses Bieres ist, dass sich in der weiblichen Scheidenflora Milchsäurebakterien befinden. Diese Milchsäurebakterien werden isoliert und dann eben nachher einfach zur Herstellung von einem Sauerbier verwendet. So weit, so gut, soweit auch so einfach. Das Ganze ist natürlich unter Laborbedingungen gemacht. Es ist keine Gefahr, dass man sich damit irgendwas ansteckt. Es ist nachher auch ein Brauprozess dahinter. Also gesundheitlich ist da überhaupt kein Problem. Es ist, glaube ich, eher was für die niederen Instinkte eines Mannes möglicherweise oder auch Frauen, die auf sowas stehen. Was ich ganz, ganz witzig finde, ist, es ist das erste Bier, bei dem ich sehe tatsächlich, es ist ab 18 Jahre. Da hinten steht es drauf, 18 Jahre. Alle anderen Zeichen kennen wir. 18 Grad Plato, 8 Volumenprozent. Finde ich jetzt für ein Sauerbier dann doch eher schon auf der oberen, an dem oberen Level. 6 bis 9 Grad empfiehlt man hier, das Ganze zu probieren. Gebraut wurde es bei Vajos Brewery in, wo ist das? Konopiska. Ich habe mir sagen lassen, es ist eine Brauerei, die relativ viele Vertrags- und Gypsy-Brauer bei sich hat. Ich hoffe, es hat ihnen nicht geschadet. Die polnische Bierszene ist ein bisschen in Aufregung und ich rede jetzt noch ein bisschen über das Bier, weil es ist, glaube ich, wirklich was, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Muss man sowas machen? Kann man sowas machen? Darf man sowas machen? Und das ist auch in der polnischen Bierszene passiert und die haben ja wirklich richtig, richtig geile Craft-Biere. Und die haben ein bisschen Schiss gehabt, dass ihnen sowas halt negative Publicity bringt, weil das heißt dann, ja, in unserem Bier ist, was weiß ich, Ananas, Kokosnuss und sonst irgendwas drin. Das kann man ja noch alles argumentieren, aber Milchsäurebakterien aus der weiblichen Intimflora, da ist dann für manche tatsächlich irgendwie auch schon ein bisschen eine Grenze überschritten. Was man aber mal machen kann, weil diese Milchsäurebakterien kommen nicht von irgendwoher, sondern sie kommen von, glaube ich, tschechischen Models. Man kann sich, und jetzt Achtung, bitte lasst, haltet eure Kinder fest. Man kann sich über die jeweilige Spenderin, und in dem Fall war es Paulina, hier quasi nochmal bildlich informieren natürlich. Also hier darf ich euch kurz vorstellen, Paulina, und das ist nochmal the best position when you drink beer. Also ganz ehrlich, gibt Positionen und Tätigkeiten, da würde ich kein Bier mehr trinken. Sexuality 5 Punkte, Naughtiness 4 Punkte, Charm 4 Punkte, Passion 5. Und steht über Paulina noch irgendwas da? She is in the beer, literally. Na gut, packen wir das Ganze mal wieder ein, damit die Sendung wieder jugendfrei wird. Und ich schaue jetzt einfach mal wirklich, was hier biertechnisch zum Vorschein kommt. Wenig Kohlensäure, hat wenig gezischt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Und ihr seid jetzt mit mir dabei. Was finden wir hier denn? 8 Volumensprozent in der Wahrheit, also wirklich ein etwas stärkeres Bier. Es hat eine schöne goldene, gelbe Farbe, ein Fingerbreit, sehr feiner Schaum obendrauf. Haftet schön am Glas. Wenn es ein richtiges Sauerbier ist, dann sehen wir den Schaum allerdings auch nicht mehr allzu lange.
perfekte Trübung, undurchsichtig und ja, es ist in der Nase, man hat sofort, ich habe jetzt schon wieder Ideen, was ich sagen könnte, aber ich versuche es jetzt wirklich sehr nüchtern zu machen. Es ist diese typischen fruchtigen Noten, die man von Sauerbieren her kennt. Es hat schöne Säure mit drin, es ist Zitrusfrucht mit drin, ganz dezente Malznote. Das ist es dann aber auch schon. Und da würde ich sagen, cheers, probieren wir es mal. Also erstmal 8 Volumensprozent, nicht besonders gut eingebunden. Man hat den Alkohol tatsächlich. Man hat auch die Säure vom Bier, man hat eine schöne Fruchtigkeit, die das Ganze so ein bisschen auflockert. Und man hat auch ein bisschen den Eindruck, es ist so eine leichte Süße, die da irgendwo mitarbeitet. Und diese Milchsäure zusammen mit dieser Süße ist für mich tatsächlich jetzt ein Geschmack, den ich überhaupt nicht mag. Das liegt jetzt nicht an dem Bier. Es ist tatsächlich ein sehr eigenwilliger Geschmack, um nicht zu sagen wirklich unique. Ich finde es ein bisschen unbalanciert. Es hat eine sehr spritzige Kohlensäure. Es ist ein sehr schlankes Bier, trotz des hohen Alkoholgehalts. Aber das ist das, was tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass dieser hohe Alkoholgehalt, es ist kein stechender Alkohol, sondern es ist aber einfach sehr vordergründig. Es ist ein bisschen Malz mit dabei, also so getreidige Töne, aber er ist leider doch recht präsent. Und es ist dann irgendwo ein Bier, wo ich sagen muss, na, das muss man ein bisschen öfter, muss man ein bisschen mehr von trinken. Es kommt vielleicht noch ein bisschen Ananas dazu. Aber es hat eine schöne Fruchtigkeit im Hintergrund. Aber es ist für meine Begriffe wahnsinnig unbalanciert. Und das finde ich eigentlich schade. Weil wenn man mal jetzt diese ganze Story um dieses Bier ausblendet, dann fehlt diesem Bier tatsächlich doch ein bisschen was an dieser Balance. Und ich finde es eine rückblickend, man muss sich bei solchen Experimenten immer fragen, kann man das machen, darf man das machen, muss man das machen, finde ich aber nicht legitim, weil ich muss es ja nicht ausprobieren und ich war jetzt einfach neugierig und habe es ausprobiert, aber es ist jetzt kein Bier, von dem ich sagen würde, davon bräuchte ich jetzt unbedingt zwei. Ich habe es jetzt ausprobiert, danke, Haken, Check und erledigt, und das ist eigentlich schade bei dem Bier. Und vielleicht sollte man sich überlegen, dieses Bier vielleicht mit ein bisschen weniger Alkohol zu machen, den Alkohol ein bisschen zu reduzieren. Und dann ist es zumindest handwerklich, finde ich, wäre es dann ein tolles Bier. So, gibt es für The Order of Yoni, die hinten raus dann noch viel Fruchtigkeit hat. Malz nimmt ein bisschen ab, aber die Milchsäure bleibt sehr präsent. Von ProbierTV gibt es für The Order of Yoni die Bottled Lust Paulina 2018. Und ich weiß nicht, wie viel Biere sie davon noch machen werden, gibt es 3,5 Punkte für The Order of Yoni Bottled Lust mit Paulina. Ich werde irgendwann noch das andere Bier ausprobieren, werde es dann auf Englisch machen, damit die englischsprachigen Kollegen in Polen auch was davon haben. Wenn ihr dieses Bier kennt oder überhaupt eure Meinung zu diesem Bier sagen wollt, ich bin sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren und am Montag sehen wir uns dann möglicherweise schon aus den USA wieder. Ich sage bis dahin, tschüss Papa, servus, Prost und Ahoi, cheers.